Manchmal ist es schwierig, die passende Schriftart für ein Design auszuwählen und zu entscheiden, wo der Text platziert werden soll. Heute helfen wir Ihnen mit 5 Tipps, die Sie direkt anwenden können. Um die richtige Schriftart auszuwählen, müssen Sie sich erst für den Stil Ihres Designs entscheiden. Es ist nicht dasselbe, eine Schriftart für ein Kinderfotobuch zu wählen, wo wir eine rundere Schriftart wählen könnten, als für ein Hochzeitsfotobuch, wo sie formeller sein darf. Sie müssen sich in Ihrer Absicht klar sein und Ihren Instinkten folgen. Nutzen Sie den Vorteil unserer anpassbaren Innenseiten des vorderen und hinteren Umschlags. Es ist der perfekte Platz für eine Einleitung oder ein Schlusswort zu Ihrem Fotobuch. Eine weitere, einfache, aber effektive Idee ist auch, eine Seite mit Text als Kapitelübergang zu gestalten oder ergänzende Erklärungen zu geben. Und vergessen Sie natürlich auch nicht, dass Sie auf dem Cover einen Titel einfügen können. Sie können sogar einen Text auf den verschiedenen Cover-Ausführungen hinzufügen. Zu viele Schriftarten können leicht für Chaos sorgen, wie in diesem Beispiel. Stattdessen fokussieren Sie sich auf 2 Schriftarten und spielen Sie mit deren Variationen, um Hierarchien zu erzeugen. Sie können die Schriftgröße verändern, die Highlights fett oder unterstrichen verwenden, so wie wir es in diesem Beispiel machen. Der Text sollte gut lesbar sein. Deshalb muss man auf genügend Kontrast Acht geben, wenn man den Text einfügt. Nutzen Sie Leerräume beim Platzieren. Wenn Sie einen Text über ein Foto legen möchten, suchen Sie nach leeren Stellen auf dem Foto. Falls keine Leerräume vorhanden sind, können Sie unter dem Text eine Füllbox einfügen, um sicherzustellen, dass er perfekt lesbar ist. Die Saal Design Software bietet viele Layouts an, die Ihnen bei der Gestaltung Ihres Albums helfen, von denen viele Texte enthalten. Es ist immer eine gute Idee, davon Gebrauch zu machen und den Text nach Belieben zu ändern. Jetzt sind Sie dran, diese Tipps in die Praxis umzusetzen.